Hallo, ich wollte euch heute mal eine der besten Science-Fiction-Serien aller Zeiten vorstellen. Farscape. Das ist Staffel 1. Ich habe natürlich, wie gesagt, was Gutes sollte man auf Blu-ray auch haben. Blu-ray gekauft, habe ich bezahlt, glaube ich, 8 € bei eBay gebraucht, ist ja egal. Ich habe es gekauft, die Farscape auf DVD damals, wo die rausgekommen ist, vor 10, 15 Jahren, für 80 € eine Staffel. Aber hat sich gelohnt, finde ich. Das ist der Schuba. Ist echt gut gemacht, ein bisschen dünner. Staffel 2 und 3 ist ein bisschen stabiler gemacht, aber ganz nett. Damals waren da hier 8 DVDs drin zum Ausklappen. Moment, ich zeige es euch mal. Das sind die DVDs. Wie gesagt, ausklappbar. 8 Stück. Dann kann man so 2 Fächer noch aufklappen. Das ist noch eine versteckte. Die Charakter kann ich später erklären. So, und diesen haben wir noch. So. Auf der ersten DVD ist John Quaiton drauf, dann Aaron Soon, Kiana, Sen, Pilot, Weichel, der ist 14., 16. und Grace. Ausklappbar, kann man schnell zusammenklappen, wie man sieht. Und ein Booklet dabei. Oh, das finde ich gut. Das ist die Blu-ray-Box davon. Die Blu-ray ist ganz gut. Wendecover. Schöne Motive drauf, das ist die ersten. Oh, Verkette, oder? Da kann man so versuchen, ein bisschen gerade zu machen. Das sind die Blu-rays. So. Das ist Blu-ray 5 bis 6, 3 bis 4. Und 1 und 2. Und das sind die Covers. Fangen wir mit dem Booklet an. Die Folge geht darum, dass ein Mensch von der Erde durch ein Wurmloch in eine Dimension geschleudert wird, dass sich ein Teil der Galaxie geschleudert wird und er auf Aliens trifft, die ein bisschen durchgeknallt sind. Ja, so eher kann man sagen. Die erste Staffel hat 22 Folgen. Die erste Folge ist der Pilot, Premiere. Eine gute Folge, also eingeführt, wie der John von der Erde losfliegt, dann in der Wurmloch da reinfliegt, dann ein Schiff kollidiert, das ein Bruder von einem Kommandanten gewesen ist, von dem Peacekeeper, und der ist sauer, weil sein Bruder gestorben ist und denkt, das ist eine Todesfähre gewesen, ist ein Shuttle ohne Waffen und alles, und die jagt dann Quaiton. Bricht dann aus, wird gefangen genommen, bricht dann aus und hat dann neue Verbündete. Dago, Sen und Rachel, der 16. Die zweite Folge, der rote Kristall, ist auch lustig. Da kommen so Kopf, also so ein Volk, der kriegische Teflax vor, sind so Leute, die Leute entführen und dann Geld haben wollen, Lösegeld haben wollen. Eine gute Folge, coole Außerirdische. Gefährliche Besucher an Bord, da sind ein paar Luxaner an Bord gekommen, die mit Dago reden, und auch eine gute Folge. Folge 3 ist Ich und die T und die anderen. Das war eine schwache Folge, fand ich. Sind so, landet Quaiton auf dem Planeten, ist da praktisch und so. Erst ein Außerirdischer, bei so anderen, wie so den Stand auf uns, kann man sagen, auf der Erde, dann ist er der Außerirdische. Ist eine gute Folge. Das Leben soll nicht enden, da sind so Parasiten an Bord, das war auch eine gute Folge. Die Wahrheit über Saika, das war die Folge. Überlege gerade, Reitsche. Ach ja, die Folge war gut. Da haben wir so einen Magneten gefunden. Da haben wir Drogen gesetzt, müssen da arbeiten. Dann haben wir irgendwann aufgetaucht, dass die da Drogen gesetzt worden sind. Auch eine gute Folge. Begegnung auf der Celebrin. Das war auch gut. Das war mit dem Flachs gewesen. Das war. Nee, das war doch nicht gewesen. Überleg gerade. Ein Schiff finden die da, wo irgendwo da, also Rachel früher gefoltert worden ist. Und das ist dann eine coole, gruselige Folge war das. Dann der Magier und die Gladiatoren. Auch eine gute Folge mit dem alten Bösewicht. So ein böser Magier. Wie heißt jetzt nochmal? Steht jetzt kein Name bei. Jetzt haben wir lange nicht gesehen, die Folgen. Wie gesagt, eine gute Folge. Dann DNS-verrückte Wissenschaftler. Eine gruselige Folge. Die wollen ein bisschen experimentieren mit die wollen der Erde ein bisschen mutieren und so. Das war schon eine gute Folge gewesen, weil die nach Hause wollen. Das geheimnisvolle Moja. Moja ist schwanger. Auch eine gute Folge. Das Wurmloch ist in allen schuld. Wurm noch knapp während der Reparatur, mein Kopfgeldjäger, das ist cool, die Folge war gut gewesen, Kopfgeldjäger, auch eine gute Folge, fand ich. Ein Phänomen genannt Flachs, das war auch gut, mit dem einen, der lustig gewesen ist, der war echt, die Folge war lustig gewesen, Piraten, die ja so einen Flachs da haben. Dann Dunkle Impulse, das war eine Folge mit dem Volk von Sen. Die tauchen da auf und lernen die kennen und so, ein bisschen durchgeknallt die Folge.
das Wunder von Aquadings, das war so ein, da trifft, landet reiten irgendwie auf so Planeten, wo so Ureinwohner sind, bei uns Indianer genannt. Dann Durka, das Schreckliche. Das ist dann eine sehr gute Folge, ein Bösewicht mit Durka, der Reiche gefoltert hat. Das kommt das erste Mal, kommt auch Kiana vor. Sehr gute Folge. Die Suche nach dem freundlichen, nach der freundlichen Welt. Das ist so ein Alien, der so eine, was wäre, wenn John Quaid mit seinem Freund auf Erden landen würde, was die mit den Aliens machen würden, mit seinen Freunden. Auch eine gute Folge. Ein Jenseits von Raum und Zeit. Das war eine Folge. Das war ein bisschen, das war ja gespalten mit Rot, Grün und Gelb und so verschiedene Ebenen. Das war auch eine gute Folge. Die Jagd nach dem Fluchtvirus, das war mit Peacekeeper. Da sind Peacekeeper an Bord, die wollen ja jagen, das war auch gut gewesen. Und Virus an Bord, das war auch gut gewesen, die Folge. Eher mit verletzender Folge, dann in den Tiefen des Bewusstseins, das ist eine Mega-Folge. Highlight der Serie, würde ich sagen, das ist mit Scorpius erster Auftritt. Dann Scorpius und der Aurora-Stuhl, auch coole Folge. Da kann man auch Stark kennen, Stark ist ein durchgeknallter. Meine Seite, deine Seite, meine Seite ist ein durchgeknallter Charakter. Das ist der, kommt öfters vor in der Serie, das ist echt cool, ist der, finde ich, also sympathisch. Eigentlich dachte ich, dass der Idiot anpasst, aber der geht eigentlich mittlerweile. Flora und die fleischfressenden Wesen, das war eine Folge, so ein bisschen so gute Folge mit Scorpius wieder und so einer Verrückten da, die da Kannibalismus vertreibt. Und Täuschungsmanöver ohne Ende. Das ist die finale Folge davon, das ist auch gut, weil die denken, dass Reich schon die verraten hat und dann ist ein spannendes Finale, nicht spoilern wollte. Das sind also 8 DVDs drin und lohnt sich, wie gesagt. Kostet bei eBay, glaube ich, mittlerweile DVD-Box so 8-6 Euro, würde ich sagen, gebraucht. Also lohnt sich wirklich zu kaufen. Könnt ihr mal reingucken, 8 Euro investieren und die Serie mal einfach mal angucken. Also gestreamt wird, weiß ich, glaube ich, gerade nicht zur Zeit. Ich glaube, Disney hat mir gedacht, Disney wäre das gewesen, weil die Serie ist von dem Bruder von Henson, also von Muppets, der Bruder davon. Und irgendwie, der hat dann, müsste eigentlich die Rechte haben, normalerweise. Aber gibt es da Disney Plus zur Zeit nicht. Warum, weiß ich auch nicht. Aber die Serie ist echt gut. Das war Farscape Staffel 1.